Melinda. Und das? Das bin ich, David. Wir leben seit 12 Monaten auf 4 Rädern und arbeiten von unterwegs. Wir fühlen uns absolut frei und sind jeden Tag dankbar dafür. Wenn uns das einer vor 5 Jahren gesagt hätte, wir hätten es nicht geglaubt. Nach einem Jahr Vollzeit im Van liegt vor uns die Heimat. Wir freuen uns, Familie und alte Freunde nach langer Zeit wiederzusehen. Das ist der Preis, den wir zahlen, um zu reisen. Familie und Freunde sind oft weit weg. Hinter uns liegen aber 1000 schöne Momente. Ein Winter auf den Kanaren, ein langer Besuch in der Werkstatt, Fremde, die zu Freunden wurden. Nun sind wir mitten in Frankreich. Und wenn wir in der Heimat angekommen sind, kommt eine Zeit, in der Melinda und ich etwas machen, das wir in 7 Jahren Beziehung niemals gemacht haben. Und wir wissen beide nicht, wie wir das meistern werden. Falls dir dieses Video gefällt, dann lass uns ein Like da und abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Servus! Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Ja, und zu einer neuen Woche mit uns. Und zwar sind wir auf der Rückreise durch Frankreich Richtung Deutschland. Und wir haben uns dafür so eine Woche Zeit genommen. Genau, wir wollen so langsam vielleicht auch mehr so durch die Dörfchen fahren, gar nicht Autobahn. Und einfach ganz in Ruhe zurückfahren, bevor wir dann in der Heimat sind, mit Familie und Freunde viel Zeit verbringen werden. Ja, jetzt müssen wir erstmal einkaufen gehen und dann suchen wir uns einen schönen Stellplatz und dann nehmen wir euch natürlich heute mit. Heute Abend, genau. Ja, genau. Dann, oder heute Nachmittag oder mal gucken. Wir fahren einfach mal drauf los. Wir haben jetzt gar nicht so eine richtige Ahnung und entscheiden spontan auf dem Weg, wo wir dann quasi Stopp machen. Ja, also wir sind genauso gespannt wie ihr, was uns... Wo wir heute landen werden. Ja, was uns erwartet. Die letzten Tage waren wir in der Nähe des kleinen Ortes Bazan und nun sind wir auf dem Rückweg durch die Region zwischen Bordeaux und Cognac. Vorbei an Feldern und mittendurch durch große Wälder erreichen wir im nächsten Ort unseren Lebensmittelladen. Ja, wir machen jetzt hier einen Stopp beim Lidl. Wir gehen jetzt nämlich einkaufen und Lebensmittel sind ja in den letzten Wochen richtig teuer geworden. Also kaufen wir jetzt doch öfters im Lidl ein. Muss ja gucken, ne? Wo das Geld bleibt. Und was hat's gekostet? 53,91 €. Achtung, Brokkoli! Brokkoli! Maiswaffeln! Schokolade! Brot! Und ja, jetzt geht's erstmal weiter. Wir haben nämlich noch einen weiteren Stopp, bevor wir den Stellplatz erreichen. Und zwar wollen wir uns eine französische SIM-Karte holen. Wir haben jetzt die ganze Zeit die aus Spanien benutzt, aber aufgrund dessen, dass wir jetzt hier natürlich für die spanische SIM-Karte im Ausland sind,
hat die da ein anderes Limit und das Datenvolumen ist aufgebraucht. Und hier gibt es einen Internetanbieter, der nennt sich Free. Den probieren wir mal aus und da gibt es hier überall so kleine Automaten, da kann man sich die Karte einfach holen. Den nächsten Halt machen wir in der kleinen Stadt Cognac, die es schon seit dem Mittelalter gibt. Etwas weniger als 20.000 Menschen leben hier und wir wollen uns hier nicht nur eine Prepaid-SIM-Karte holen, sondern uns die Stadt auch ein wenig anschauen. Die SIM-Karten des Anbieters Free findet ihr, wenn ihr bei Google Maps nach Free sucht. Meistens sind sie in Buchhandlungen. Gut, dass David etwas Französisch kann. Die Automaten lassen sich nämlich nur in französischer Sprache bedienen. Wir haben jetzt für 210 GB 20 Euro bezahlt. Wir sind jetzt hier gerade durch so einen Park gelaufen und haben dann Jugendliche gesehen, die auf der Parkbank sitzen. Und einfach aus Cognac-Gläsern Cognac trinken. Also mit, keine Ahnung wie alt die waren, zwischen 18 und 25 vielleicht höchstens. Und die haben das richtig mit Stil, ne? Nicht aus Plastikbechern, sondern wirklich aus Glas-Cognac-Gläsern haben sie da auf richtig der Bank edel, ja. Cognac getrunken. Richtig edel. Also witzig irgendwie. Also richtig stilvoll. So, Melly hat ein bisschen gearbeitet, ich auch. Ich habe uns nämlich Essen gemacht. So, es gibt einen leckeren Salat, es gibt ein bisschen Brot, es gibt ein paar Cracker. Und das futtern wir jetzt auf und dann fahren wir weiter. Wir haben noch kein festes Ziel, wo wir heute ankommen wollen, aber wir haben was Schönes gefunden. So einen kleinen Stellplatz von hier, so 1,5 Stunden weiter im Norden. Und da geht es dann gleich hin. Aber erstmal frühstücken wir eine kleine Runde. Es ist, glaube ich, wieder 2 Uhr. Perfekte Uhrzeit. Ja, wir haben unser heutiges Ziel gleich erreicht. Die Fahrt war richtig angenehm. Wir sind auch mautfrei gefahren und das ist so eine Nationalstraße, die neben der Autobahn verläuft, oder? Zumindest in der Nähe, ja. Also sind wir echt gut durchgekommen. Genau. Und wir schauen immer die ganze Zeit auf unseren mobilen Router, wie der Internetempfang ist, aber ist nicht so gut hier. Jetzt schauen wir mal. Wir fahren auf jeden Fall jetzt erstmal hin und dann gucken wir, ob wir dort bleiben oder ob wir weiterfahren. So, hier bleiben wir jetzt auf jeden Fall bis morgen und ich zeige euch morgen auch den Stellplatz, wie der aussieht. Ich finde, der ist richtig schön und das gibt es in Frankreich häufig, dass die Stellplätze einfach kostenlos sind und man sich nicht fühlt, als wäre man auf dem Parkplatz, sondern man steht ganz häufig in der Natur, es gibt Entsorgungsmöglichkeiten und Möglichkeiten, Wasser aufzufüllen. Wir machen uns jetzt was zu essen und zwar macht uns Melly heute leckere Burger. Die ist nämlich schon ganz fleißig hinten am Arbeiten. Aber jetzt gibt es erstmal kalte Cola. Ja, jetzt gibt es erstmal eine kalte Cola, bevor wir uns an die Burger machen. Und ich trinke wirklich nie Cola, aber heute ist so heiß. Das stimmt. Da habe ich richtig Lust drauf. Ja, hier sind wir heute aufgewacht. Geweckt wurden wir von Vogelgezwitscher und dann kam auch schon gleich der Stadtarbeiter oder der Dorfarbeiter vorbei und mäht hier den Rasen. Wir werden jetzt aber auch demnächst gleich weiterfahren. Aber vorher werden wir noch mal kurz hier in das Dörfchen gehen. Da habe ich gestern Abend schon mal rüber geloopt. Das sah richtig süß aus. Und ich glaube, da gibt es nicht viel, aber eine schöne Kirche, die ich von hier aus sehe. Und da gehen wir mal hin.
So, ich bin jetzt wieder zurück im Van und werde uns jetzt was Kleines zum Frühstücken vorbereiten. Frühstück ist ready in 3, 2, 1. So, Frühstück fertig. Ist alles aufgeräumt, wir haben noch ein bisschen Wasser aufgefüllt und fahren jetzt 200 Kilometer ungefähr Richtung Osten. Jo, und schon mussten wir anhalten und kurz stehen bleiben. Aber nicht, weil irgendwas passiert ist. Keine Sorge, nämlich Melli hier. So eine Story hochladen. Ja, wir hatten an dem alten Platz ja nicht so guten WLAN-Empfang, zumindest konnten wir nicht so gut uploaden. Und wir müssen heute Content für einen Kunden hochladen auf Instagram. Und genau, deswegen mussten wir jetzt hier einfach 3 Kilometer weiterfahren. Stehen jetzt hier am Straßenrand wie so die Bullen und die Leute fahren hier an uns vorbei und denken, wir blitzen die gleich. Aber eigentlich ist hier einfach nur der Internetempfang richtig gut. Ja, dann fahren wir weiter. Oh. Nächster Stellplatz. Schlecht. Richtig schlecht. Oh Mann. Also, next stop. Der vierte Stellplatz ist es dann auch geworden. Ich weiß nicht, was das ist, ein öffentliches Schwimmbad oder so. Ich bin voll im Eimer jetzt. Hoffe, das Video macht euch Spaß. Falls es euch gefällt, dann vergesst nicht, uns einen Daumen da zu lassen. Vielleicht auch 2. Wenn ihr 3 habt, dann behaltet ihr sogar noch einen. Abonniert unseren Kanal. Kann ich nur empfehlen. Ich freue mich über jedes Abo und ja, sehen wir uns morgen wieder. Oh, nee, ihr nicht. Ihr bleibt hier. Ja, wir sind jetzt hier an der Waschstraße angekommen. Beziehungsweise, wie nennt sich das? An den Waschautomaten. Nochmal Wäsche waschen, dass meine Eltern in einer Woche nicht den Schock kriegen und 5 Waschmaschinen anschmeißen müssen. Und hier kostet jetzt eine Wäsche, so eine große Maschine 10 Euro und einmal trocknen 3 Euro. Das ist, glaube ich, so das, ja, was völlig normal ist, was wir so einmal im Monat bezahlen. Ansonsten werden wir jetzt gleich nochmal tanken. Sprit kostet jetzt hier aktuell, habe ich gerade gesehen, ungefähr 1,90 Euro für den Diesel. Bis gleich! Gerade nochmal nach dem Tanken ein Eis besorgt für Melli, die ja jetzt da in der Hitze auf unsere Wäsche aufpasst. Und jetzt fahre ich zurück. Ja, der Sprit war jetzt mit 1,83 Euro ganz schön teuer. Und ja, ich bin echt froh, dass der Bock hier bloß 8,5 Liter schluckt. Und ja, wir so einigermaßen wenig verbrauchen. Schauen wir mal, wo Melli ist und ob sie sich dann über unser Eis freut. Schranke war jetzt irgendwie kaputt. Na, was jetzt genutzt haben, gedacht, jetzt fahren wir trotzdem hier. Ja, ich denke. Wir fragen vielleicht nochmal trotzdem den einen. Kann sein. Ist ja noch ein Camper. Vielleicht kann er uns helfen. Ist aber voll süß hier. Viel grün. Hab gerade noch mit dem Nachbar auf Französisch gesprochen und er meinte, es ist gratis. Und in einer Google-Bewertung von 2020 steht, da war die Schranke auch schon kaputt. Also glaube ich, ja, dass wir gratis stehen können. Im schlimmsten Fall kommt halt morgen früh jemand und wir zahlen 5 Euro, aber es ist total okay. Ja, wir haben jetzt noch 600 Kilometer nach Deutschland. Kurzes Fazit zu Mautstraßen oder keine Mautstraßen. Wir kommen super gut ohne Mautstraßen zurecht. Ich glaube, wir haben jetzt knappe 700, 600 Kilometer zurückgelegt und das wären jetzt zwischen 60 und 80 Euro, schätze ich mal, über die Mautstraßen. Das haben wir uns jetzt einfach gespart und dadurch halt so viele schöne Orte entdeckt und auch
ja, schöne Strecken gehabt. Also für mich viel angenehmer wie auf der Autobahn. Das Einzige, was natürlich krass ist, ist auf der Landstraße, wenn die LKWs so dicht an einem vorbeifahren, ist das schon, ja, ein bisschen angsteinflößend und ja, hält aber auch die Konzentration hoch. Aber ist natürlich schon ganz schön heftig, wenn die da mit 80 km/h und ich mit 80 km/h, ja, ein paar Zentimeter aneinander vorbeidüsen. Ich werde mich jetzt an den Videoschnitt machen und Melli kocht uns was Leckeres und morgen erzählen wir euch, was wir in Deutschland planen. Ja, sind beide auch schon ein bisschen aufgeregt deswegen, aber ja, wird sicherlich richtig cool, aber dazu morgen mehr. Ich setze mich jetzt hin und ja, genieße den Abend. Ja, dann bis gleich quasi. Ton läuft. Hast du hier noch hin? Ja. Oh. Autsch, ist das eng hier, du. Auti, du. So, jetzt kommt die Auflösung, was wir denn so Verrücktes vorhaben. Für manche ist es vielleicht nicht verrückt oder aufregend, für uns schon. Wir haben sowas noch nie gemacht. Aber ja, wir wollen es mal versuchen. Und zwar sind wir jetzt schon 7 Jahre zusammen, 5 Jahre verheiratet. Und ja, nicht immer hat man die gleichen Interessen und die gleichen Wünsche. Und deswegen werden wir uns ab Anfang Juni für 4 Wochen nicht sehen. Ja, unsere Wege trennen sich für 4 Wochen. Das hört sich wirklich schlimm an. Ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber ja, also ich habe Lust, noch mal ein bisschen in die Stadt zu gehen im Sommer und Freunde in Berlin besuchen und dort 3 Wochen quasi einfach, ja, Cafés abklappern, vielleicht ein bisschen feiern gehen. Mit Freunden Zeit verbringen. Und David hat da nicht so Bock drauf. Nee, eigentlich überhaupt gar nicht. Großstädte reizen mich gerade überhaupt nicht. Ich habe eher auf das Gegenteil Bock. Ich möchte mich irgendwo hinstellen, wo es ja ein bisschen ruhiger ist, sich da vielleicht mit Freunden an ein Lagerfeuer setzen und einfach ja, das Leben anderweitig genießen. Aber ja, hier auf dem YouTube-Kanal geht es natürlich weiter und deswegen sind wir total gespannt darauf, ja, zum einen zu hören, ob ihr irgendwie, ja, auch sowas schon mal gemacht habt, ob ihr Erfahrung damit habt. Finde ich nämlich ganz cool, wenn Paare, die sehr lange zusammen sind, trotzdem ihr eigenes Ding machen. Genau, wir wollten ja halt beide einfach nicht drauf verzichten. Andere hatte keinen Bock auf Stadt und ich hatte jetzt einfach mal Lust und deswegen haben wir gesagt, mein Gott, das bedeutet ja, also es ist ja eigentlich schön, sich diesen Freiraum zu lassen und zu sagen, man kann das ja trotzdem mal für eine Zeit einfach machen. Ja, finde ich auch. Mega cool. Ja, wir probieren es mal aus. Wenn die Vermissung so schlimm ist, dann muss David nach Berlin. Ja, oder es gibt das 9-Euro Zugticket. Da kannst du auch zu mir kommen. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, bevor wir von den Mücken überfallen werden, wenn ihr Themenwünsche habt oder Fragen habt, alles, was jetzt die nächsten Wochen ja quasi bei uns passiert oder ja, alles, was ihr wissen möchtet, schreibt es gerne runter in die Kommentare und dann machen wir daraus ein oder mehrere Videos. Ja. Ja. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Danke für alle, die bis hierhin zugeschaut haben. Danke. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Das ist jetzt auch der Abschluss dann gerade. Das war fertig. Ah, dieser fertig. Schluss. Ende. Ende. Ende Gelände, kommt nichts mehr. Test, Test. Tontest. Tontest. Tontest.